Hallo wieder mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf eine neue Runde Dishonored. Ich bin euer Lieblingspfesel und versuche immer noch in unserer ersten Mission den Campbell zu töten. Und zwar möchte ich wieder einen anderen Weg gehen. Ich möchte nicht einfach nur töten oder so. Zum Zwinger gehen. Wir gehen mal zum Zwinger. Mal schauen, was passiert. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Interessante Hunde. Interessante Hundedesign. Hey, es gibt Hunde. Nicht nur Ratten und Wale, es gibt auch Hunde. Ganz ruhig. Ich bin's nur. Boreal ist mit allen im überschwemmten Bezirk. Ich bin also allein heute Abend. Was? Seht mich nicht so an. Da hinten kommen wir zum Besprechungszimmer. Ich möchte... Also ich habe herausgefunden, dass wir... Wer ist das, Riegel? Und das ist Retter, nicht wahr? Wie geht's euch, Jungs? Vermisst ihr euren armen Bruder? Was ist denn das da? Ihr seid ein Dutzend Wachen wert, jeder von euch. Wieder mal eine Mine. Was ich ganz jetzt sagen wollte, schön, dass ihr so mit zwischendurch ablenken lasst. Ist, dass wir anscheinend auch den Oberaufseher irgendwie diskreditieren können, sodass er seines Amtes enthoben wird. Und das ist schon irgendwie cool. Och, verdammt. Gerade da wollte ich nicht her. Obwohl... Wir werden kurz die Zeit verlangsamen. Und maybe... Ach, jetzt sind wir auf der Seite. Ach, verdammt. Jetzt bin ich einmal im Kreis. Das hat ja gerade überhaupt nichts gebracht. Dafür habe ich Mana verbraucht. Da kann ich nicht hoch. Die Hunde dackeln wieder rüber. Boah, Kombination erforderlich. Wo kriege ich diese verdammten Kombinationen her? Wir werden ihn töten müssen, vielleicht hat der irgendwo eine Kombination bei sich. Okay, der pinkelt schon wieder. Was? Wo bist du? Jetzt habe ich dich. Wachen, zu mir. Wo kommen die ganzen Gegner auf einmal her?
Aus der Schusslinie! Verdammt nochmal, was war denn das jetzt? Ach, ich... Ach komm. Ich war komplett falsch. Ach, das ist jetzt wieder nervig. Das ist jetzt gerade richtig nervig. Ich habe gedacht, das ist die einzige Tür. Ich habe mich total verirrt. Ach, wie dumm. Das war wieder so unnötig, das Ganze. Das siebte Gebot. Beuteversteck. Verbrennungsraum versteckt, unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht und wo niemand finden wird. Sieh unter den Geboten nach, um die Kombination für die Tür herauszufinden. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Ich denke, dass du ein lügende Zunge, wandernder Blick und irrender Geist. Das sind wahrscheinlich die drei Gebote, das Rätsel zu lösen. Ach, und nimm mich vor den Ratten in Acht, sie werden immer mehr. Okay, Gebote. Jetzt haben wir wenigstens einmal einen Hinweis. Juhu. Warnender Blick, irrender Geist. Gebote, irgendwo Gebote, das siebte Gebot. Soll mir den irrenden Geist, bevor er mürrisch und uneins wird. Übersetzen, nein. Also ich sag mal, irrende Geist ist sieben, siebte Gebot. Ach, hätte ich nur die ganzen, also wenn ich Gebote jetzt finde, dann werde ich die ganzen Gebote lesen. Okay. Ach, das mit den Hunden, der war wieder so unnötig. Das schaut mir irgendwie nicht ganz richtig aus, die Statue. Klassische Musik im Hintergrund. Was ist da dahinter? Treppe. Brandmarkung. Besprechungszimmer. Ich versuche immer noch zu. Also die Brandmarkung durchzuführen. Oh. 31 Meter. Da unten ist nichts. Ja, wir müssen wahrscheinlich da unten rein für die andere Rune. Och. Ist das so ein Liebeskeller oder was? Geheimzimmer. Mal schauen, was das Herz dazu sagt. Bin ich mal neugierig. So eine Art Folterzimmer oder so. Das schalten wir aus. Das Fest der Fuge?
Das klingt irgendwie wie ein Porno. Aber, Entschuldigung. Ich höre schon die Rune. Da ist sie. Schon fast alle Runen in dem Bereich gefunden. Meine Mädchen, das ließ ich gleich. So, ich weiß nicht, wie meine Vorgängerin damit umgegangen ist, aber wenn eins meiner Mädchen versucht, sie zu erpressen, schicken sie sie zu mir in die Golden Cat zurück, bevor sie ihre eigenen Pläne verfolgen. In den letzten 3 Monaten musste ich 3 Mädchen ersetzen und sie können sich sicherlich denken, dass das Geschäft der fleischlichen Liebe in diesem von der Seuche heimgesuchten Loch, das die Stadt nennen, nicht gerade blüht. Okay, also sie hat sich aufgeregt, dass er ihre Mädchen wahrscheinlich tötet oder so. Gut, ich meine, nicht gut, aber wir müssen weiter. Kann man da irgendwas aufmachen? Nein. Ist jemand? Zum Archiv. Er ist geduldig, denn er wartet jede Stunde und jeden Tag. Okay, das lassen wir mal so. Obwohl es schon was bringt, dass man. Obwohl es schon was bringt, dass man immer wieder mal so Gespräche belauscht. Du siehst mich nicht. Oh, Mana-Fiole. Die haben richtig schöne Klingen. Mir gefällt der ganze Stil einfach. Das ganze Setting ist so super. So, und weiter geht's. Das ist jetzt Besprechungsraum. Besprechungszimmer. Es ist im gleichen Stockwerk. Mal schauen, ob man da durchschauen kann. Ja, ich werde ins gleiche Stockwerk müssen. Wahrscheinlich. Mal schauen. Obwohl ich mich noch sehr gern umschauen würde. Aber wahrscheinlich kommen wir da rein ins Besprechungszimmer. Oder. Schlimm. Wahrscheinlich Ratten, wir sind überall. Der Hans da ist. Ach, das ist ein Alarm. Da probieren wir es doch einfach mal aus.
Hat dich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fensterläden im ersten Stock nicht schließen ließ? Und ich dachte, dadurch fand aber keinen Weg nach unten. Und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Verbrachte den Rest der Abriegelungszeit auf einem Sims. Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Warte, wird es die Leichen finden? Ah, doch nicht. Dann gehe ich einfach mal hier rein. Guck mich ein wenig um. Da oben ist jemand. Dann werden wahrscheinlich mehr sein. Zimmerschlüssel. Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis übers Brandmarken von Ketzern. Juhu, lesen wir was. Das Zeichen des Ketzers ist für jeden Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Oberaufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Die zur gebrandmarkte Person muss am Verhörstuhl festgebunden und festgehalten werden. Wenn das Zeichen eingebrannt wird, das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. Aha, okay, müssen wir durch zu dem. Ich habe gehofft, wir könnten irgendwie einen Alarm lostreten oder so, dass ich das nicht machen muss. Keine Frage. Ich weiß nicht. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefürchtet ist. Er ist so blutrünstig wie alle Sachen. Mache Ohr auf der Kämpfe bewusstlos. Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist. Wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe. Das wollen wir nicht. Das dritte Gebot. Das 1, das 7 Gebot erläutert. Zäume die rastlosen Hände. Rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen des Outsiders werden. Frei von ehrbarer Arbeit. Okay, rastlose Hände sind die Nummer 3. Die Spur führt zu Marken. Aber Marken kennt jeden. Überall. Konfizierungslog brauchen wir auch nicht. Nicht in den überschwemmten Bezirk. Oder? Warum ich noch immer dort bin, ist, ich suche noch den. Möglichst vielen Geboten. Weil die anscheinend häufig, oder zumindest einmal der Hinweis drauf sind, wie man ein Versteck ausmachen kann, das zur Nummer. Da ist was. Der Begabung, das lassen wir jetzt auch mal auf Zeiten liegen. Verdammt! Wir sollten uns näher ansehen. Hab was gehört! Ach, ich war so dumm. Statt F. Komm raus! Lass mich nicht nach dir suchen! Junge. Na gut, was? Wachen! Au!
Kapatell. Ja. Entschuldigung. Cover Artus Aktivitäten. Ich werde es später lesen. Wenn ihr es lesen wollt, einfach kurz Pause drücken. So. Sollte reichen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da noch wirklich einen Kopf abtrennen kann. Es wird immer brutaler. Aber leider habe ich da nur ein Gebot gefunden. Ist da was in einem Müllkübel? Nein. So, Besprechungszimmer. Interessant, dass er dann irgendwann noch unterhalb reinschauen soll. Verhörzimmerschlüssel. Da ist Besprechungszimmer. Wo ist das Verhörzimmer? Ist das? Ja. Verhörzimmer. So, da kann man es feststellen. Ja, okay, da kann man nur verhören. So. Da, ah, da ist was drin. Beutel. Es spitzt sich hier langsam zu, muss man echt sagen. Ich suche nur gerade, wo das Werkzeug ist. Ah, da ist wieder ein verstecktes Buch. Die großen Prozesse. Das Zeichen des Ketzers, sehr geil. Bolzen, Bolzen. Übers Brandmarken. Das Zeichen des Ketzers. Kennen wir schon. Audiograph. Wir haben hier einen Mann, so um die 30 vielleicht. Schlank. Ungewöhnliche Tätowierung auf Gesicht und Brust. Vermutlich abergläubische Ketzerei. Trug bei der Festnahme eine Art industrielle Maske. Wahrscheinlich aus einer der Wahlfabriken gestohlen, wie es aussieht. Du bist einer von Dauds Leuten, oder? Endlich haben wir dich. Wie ist dein Name? Was ist mit seinen Augen los? Opium? Laudanum? Verstehst du mich? Was macht er? Er hat eine Art Anfall! Er ist tot. Das ist es. Eine Nadel wohl in einem seiner Handschuhe versteckt. Subjekt bekam eine Art Gift verabreicht. Mit offenbar tödlichen Auswirkungen. Okay. Spontan bin ich froh, dass ich keine Handschuhe trage. Glaube ich zumindest. Also links habe ich keine Handschuhe an. Kurz da aufpassen, ob man da einen Hund. Na, rechts habe ich ja keine Handschuhe. Okay. Aber industrielle Maske, es kann schon sein, dass es anscheinend noch so jemanden wie mich gibt. Oder gab. So viel dazu, dass jeder ein Unikat kriegt. Oder so ein Unikat ist. So, ich muss ihn betäuben.
Soll ich es außen probieren? Oder doch lieber innen? Na, glaube ich, was außen durch die Fenster probieren. Aber das probiere ich erst das nächste Mal. Also dann, jetzt wird es richtig spannend. Ihr treibt schon richtig den Nackenschweiß runter. Ich hoffe, ihr seid immer noch so neugierig drauf. Und ich werde mein Bestes geben, dass ihr jetzt wirklich nicht versorgt. Wie schon so oft. Also, bis bald. Euer Pfesel.